Ihr Lieben, mein heutiges Thema ist Zeit. Zeit haben, Zeit geben, Zeit sich nehmen, Zeit zu verbringen und alles, was mit Zeit zu tun hat. Zeitlos, Stress. Ja, was gibt's Schöneres, als ein bisschen, gerade auch in der heutigen Zeit, wo es alles so schnelllebig ist, Zeit zu verschenken. Und das mache ich immer ganz gerne, wenn ich nicht weiß, was ich demjenigen zum Geburtstag oder zu Weihnachten, zu Ostern oder wie auch immer schenken kann, weil die meisten haben alles, gerade in unserem Alter. Dann kann man auch Zeit verschenken. Wenn es eine Stunde auf dem Kaffee ist, wenn ich einmal im Jahr nach Deutschland fliege, dann mache ich das ganz bewusst, um meiner Familie, meinen Freunden Zeit zu schenken. Das ist für mich ganz wichtig. Und mit jeden einzelnen von denen möchte ich meine Zeit widmen. Ganz intensiv. Weil ich finde, das ist ein sehr schönes Geschenk, weil die meisten haben keine Zeit. Obwohl das nicht richtig ist. Wir alle haben 24 Stunden am Tag. Nun gliedern wir die ja auf in Form von Arbeit, Kindererziehung, Kochen, Basteln, Tiere und. Also da gibt es ja viele, viele Geschichten. Und das ist natürlich auch alles zeitaufwendig. Wenn man aber merkt, das beginnt ja bei einem selber, man kommt richtig in Stress und hat sich dann einmal ganz kurz auf einen Kaffee hingesetzt. Dann weiß man, wie wichtig das ist, für sich selber auch mal Zeit zu gönnen, die Zeit zu nehmen. Und wenn es auf dem Kuchen ist oder auf dem Kaffee, auf dem Tee. Und so sehe ich das auch mit meiner Familie. Einmal im Jahr ganz intensiv Zeit. Und das ist auch ein sehr schönes Geschenk, Zeit zu verschenken. Ich habe meiner Mama mal zum Geburtstag Zeit geschenkt und dann sind wir ganz intensiv Kaffee trinken gegangen. Wir haben ein Stück Kuchen gegessen. Das war so schön und intensiv, dass man da wirklich lange von zehren kann. Und auch Freunde, die freuen sich darüber. Klar, wenn du jung bist, verschenkst du natürlich was anderes. Da verbringt man eh bis zum gewissen Alter viel Zeit miteinander. Aber ab Arbeitsleben verliert sich dann doch die Spur. Und dann bekommt man dann auch Kinder, das Leben beginnt weiter, das entwickelt sich. Und ja, und dann merkt man, dass man. Wenn man so einen Rückblick mal Revue passieren lässt, dann spürt man ganz oft, ach Mensch, meine Freundin, die habe ich ja seit einem Jahr nicht gesehen. Oder Mensch, da muss ich mal anrufen. Wir haben ja schon Monate nicht miteinander gesprochen. Und das zähle ich auch zur Zeit schenken. Einfach mal sich die Zeit nehmen und ein paar Minuten zuzuhören. Das finde ich so schön. Ja, und da wir alle 24 Stunden haben, können wir uns natürlich auch das einrichten, wie wir das meinen. Viele hetzen durchs Leben, aber ab einem gewissen Alter merkt man dann doch, dass Zeit ganz wichtig ist. Die eigene Zeit zum Beispiel. Und dann spürt man auch, dass man Freunde, Familie, auch wenn es zum Beispiel auf das letzte Drittel zugeht, gerade dann. Wie lange hat man den nicht gesehen, nicht gesprochen?
Und das wird einem ganz bewusst. Und wenn es einem bewusst ist, gerade dann, sich wirklich auch mal die Aufgabe machen, einmal die Woche jemanden, was ist anstrengend, seine Zeit zu widmen. Ich wollte euch das hier mal zeigen. Ja, ich pflücke gerade für meine Tiere einen Sack voll Grünfutter und habe mir gerade gedacht, jetzt nehme ich mir die Zeit, um für euch und natürlich auch für mich ein Video zu machen. Das ist so schön hier. Es ist so herrlich. Diese Ruhe. Und das nenne ich auch Zeit für sich selber haben. Das dann auch zu genießen. Weil man hetzt ja doch schon oft von einer Stelle zur anderen. Und ganz oft ist es ja auch so, das kennen wir alle, dass wenn die Woche dann um ist, dass wir dann sagen, oh Mensch, das ist ja schon wieder Wochenende. Wo ist die Zeit geblieben? Als junger Mensch, gerade so Schulkinder, die sagen, oh, die Woche, das ist die Schule, das dauert so lange. Aber wenn du älter wirst, dann dauert das überhaupt nicht mehr lange. Weil da habe ich immer das Gefühl, genau wie viele andere auch, das wird immer kürzer. Und das hat was mit dem Bewusstsein zu tun. Wenn man die Zeit, die man sich nimmt, oder auch die Woche, die vor einem liegt, mal jeden Tag ganz bewusst aufnimmt. Die Schönheit des Lebens, die Begebenheiten, vielleicht auch eintragen, was man erlebt hat, Positives. Natürlich das Positive. Dann merkt man, wie intensiv das Ganze werden kann. Weil Zeit ist was Wunderbares. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich hier überall rumturne. So, und wenn ich hier durch bin, fertig bin mit meinem Video, dann gehe ich wieder für meine Tiere pflücken. Bevor ich dann nach Hause gehe. Und auch abends sich da auch die eigene Zeit zu nehmen. Was Schönes essen, was Schönes trinken. Sich's gut gehen lassen, vielleicht auch ein schönes Bad nehmen. Eine tolle Dusche kann auch sowas von erfrischend, befreiend und zeitintensiv. Also intensiv, nicht von der Zeit her, sondern intensiv vom Befinden her. Sein und das wirklich bewusst aufnehmen. Viel auch anfassen, das hat auch was mit Fühlen zu tun. Die Zeit kann man fühlen. Ich berühre immer sehr viel, gerade auch in der Natur. Ich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich berühre alles. Und dann spüre ich Steine zum Beispiel. Da ist ein Zeitgeschehen drin. Die sind manchmal warm, also bei uns jedenfalls sind die immer warm. Dann gibt es kühle Steine. Und manchmal habe ich das Gefühl, die sprechen zu einem. Und wenn man das so bewusst aufnimmt, auch das mit den Pflanzen, dann merkt man, wie wunderbar entspannt das ist und wie man dann runterkommt. Oder einfach einen Waldspaziergang für sich selber. Oder mit den Kindern. Gut, wenn die Kinder klein sind, dann
hast du das alles so ein bisschen. Ich sag ja, wenn man ins Alter kommt, dann merkt man das erst richtig. Ja, Zeit. Ich habe mir das damals zur Aufgabe gemacht, dass ich ganz bewusst meine Zeit genießen möchte, egal was ich erlebe. Es ist schön. Die fühlen sich toll an. Weich, warm. Dass ich das ganz bewusst erleben möchte. Weil, wenn man mal ältere Menschen gepflegt hat, da kommt so manchmal die Aussage: Ach, hätte ich doch mal in meinem Leben. Und das war ein Satz, der ist mir hängen geblieben. Und das wollte ich nicht. Ich möchte alles, das, was ich erlebe, auch erleben und genießen. Ohne im Sterbebett zu liegen und nachher zu sagen, oh, hätte ich das doch mal gemacht. Auch dafür die Zeit sich zu nehmen. Klar, das geht nicht immer alles. Das ist auch eine Form von Management, die man da vielleicht deichseln muss, hin und her schieben muss. Alles ist machbar. Man braucht ein gutes Management, eine gute Buchführung. Wie gesagt, für mich ist immer der Begleiter Stift und Zettel, um aufzuschreiben, was möchte ich überhaupt noch erleben, was möchte ich erfahren. Und ja, und dann hake ich das ab, wenn ich das erlebt habe. Und manchmal hake ich es nicht ab, dann möchte ich das nochmal erleben. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr auch schon mal Zeit verschenkt? In dem Sinne. Also wenn man jetzt zur Freundin fährt und Kaffee trinken geht oder einen Tee trinkt, mit ihr Zeit verbringt, dann ist es in dem Moment genau das Gleiche. Nur man betitelt das anders. Ich fahre zur Freundin. Aber dieses Zeit verschenken, Zeit mitbringen, das hat was Bewussteres zu tun, als ich fahre zu einer Freundin und wir treffen uns. Ich verschenke Zeit. Ich begebe mich in dem Moment auf eine mentale, auf einer Herzebene Reise. Und dann fühlt sich das ganz anders an, ganz anders. Wenn ich in Deutschland bin und treffe meinen Sohn und seine beste Freundin, da ist mir letztes Jahr aufgefallen, wie intensiv das war. Und seitdem wir ausgewandert sind, ist es vom Herzen her so intensiv geworden, das Ganze, dass ich das spüre jedes Jahr, jetzt wird es Zeit und dann nehmen wir uns auch die Zeit. Allerdings bin ich auch der Meinung, das ist nicht bei jedem so, sondern bei mir, wenn ich Zeit verschenke, Zeit gebe, mir Zeit nehme, dann packe ich in dieser Zeit nicht noch tausend andere Dinge rein, die dazu noch kommen sollen, weil ich ja gerade mal da bin. Dann hat man wieder Stress, sondern das entwickelt sich, das ergibt sich. Mein Sohn und ich, wir sind spontan einkaufen gegangen. Wir haben den ganzen Tag waren wir shoppen. Einfach nur in die Läden rein, schauen, ein bisschen was eingekauft. Dann waren wir ein Bier trinken, dann waren wir Kaffee trinken. Den ganzen Tag, das war der absolute, das war wie so ein Jungbrunnen. Und davon zehren wir heute noch. Und das, wenn es möglich ist, machen wir das wirklich jedes Jahr. Weil das so intensiv war. Und alles, was in dieser Zeit dann passiert, das entspringt des Spontanen, worauf man gerade Lust hat. Und nicht, weil wir gerade da sind und weil das gerade dazu im Schema passt. Das habe ich mir abgewöhnt. Dann komme ich in Stress und dann habe ich genau das Gegenteil erreicht, als das, was ich wollte. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu denkt oder was ihr davon haltet. Und
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und genießt eure Zeit. Genießt sie. Alleine, mit jemand anderen, mit den Tieren, mit der Natur, mit sich selbst, ganz wichtig. Ich sehe viele Menschen, die einfach nur noch hecheln. Viele können nicht alleine sein. Die wissen nichts mit sich selber anzufangen. Die sind natürlich ganz arm dran. Weil die hecheln wirklich von einer Geschichte in die nächste. Und dann tickt die Uhr natürlich auch schnell. Weil dieses Bewusstsein nicht da ist. Aber zu erzählen, haben die im Endeffekt, wenn sie es aufgenommen haben, viel. Wenn sie da durchrauschen, einfach weil es der Rausch ist, dann haben sie zwar was erlebt, aber haben wenig zu erzählen. Okay, und jetzt sage ich euch bis zum nächsten Video. Tschüss!